finde, wir haben einen richtig schönen Rheinisch-Ruhrgebiet-Kaiserschmarrn gemacht mit viel Eierlikör und mit viel Apfelkompott. Der hat richtig Spaß gemacht mit dem Mandelcrumble und so. Und das alles zusammen im Mund. Also, da könnte ich einen Fetisch rauskriegen. Aber das sieht aus wie ein Biskuit erstmal. Das sieht nicht aus wie ein Kaiserschmarrn. Und wo ist das Eis? Ja. Jawohl, danke schön. Joghurt-Bärencrumble, Soße für dich. Doppel-Eierlikör. Ja, mega. Mir fehlt das Eis. Scheiße, hat einfach nicht geklappt. Hier, ohne Eis in die Halle. Ohne Eis, ohne Eis. Ohne Eis. Das hat sich den Kaiserschmarrn hingestellt. Kennen wir an, schaffen, ne? Trockener. Ja, ein Biskuit. Das ist ein Biskuit. Ja. Und kein Ich bin aber sehr gut gelungen hier mit der säuerlichen Komponente von den Äpfeln. Ja. Das finde ich sehr gut. Ausgewogen, ne? Das schmeckt nach purem Wodka. Oder Rum, oder ich weiß es nicht. Korn. Korn. Ich muss die ganze Zeit husten. Mhm. Ich mag cool, aber. Boah. Genau wieder, wie ich das meine, ich mag das. In der Kneipe hauen sie sich den Besen voll, dass sie ab morgens auf alle Vieren aus dem Club rauskriechen. Ja. Und hier sagen sie, das war so ein bisschen viel Alkohol drin, oder? Kann das auch weniger? Dann denke ich mir, was ist denn hier los mit euch? Eddie, mein Gegner, der kochen kann. Obwohl. Rosa gebraten, Herr. Herr. Guck mal, hier, guck mal. Das ist rosa. Also, liebe Freunde des guten Essens, also, ich sehe es, es wurde gespeist. Ja. Das Essen hier auf dem blauen Teller. Ja. Anscheinend hat es gut geschmeckt. Was mich halt ein bisschen enttäuscht hat, war der Knödel. Den hat eher so nach Mehl geschmeckt, so. Ja. Okay. Ja, vielleicht hätte man das ein bisschen länger kochen lassen. Hast du diese Käseknödel, hast du das dann entdeckt in dem Knödel? War da Käse drin? Das war Käseknödel. Oh nee, habe ich jetzt. Nein. Leider okay. nicht. Okay. Ja, schmeckte sehr teigig, der Knödel. Der Knödel, also okay. Im Gesamten geschmacklich gut, aber der Knödel war sehr fest und sehr teigig. Okay. Ich persönlich fand auch das Fleisch ein bisschen zu zäh. Oh. Der Kaiserschmarrn als solches, also das Google-Rezept war mega. Ja, manchmal lohnt sich so Google, ne? Die Fluffigkeit ist eine Sensation. Ah. So, aber der Alkohol da drin. Hast du den Alkohol hier probiert? Der haut dir ins Gesicht. Scharf. Ja, der haut dir ins Gesicht. Der ist so, als wenn ich Medizin trinke. Zu viel. Hm. Oh, ist zu scharf. Zu viel. Schon aus beiden Teller gegessen? Aus beiden Tellern gegessen. Für mich war das eine ein sehr guter Biskuitboden, ja. Aber kein Kaiserschmarrn. Aber so dieses Gefühl von Heimat, ja. Das hat das es hat mir leider nicht vermittelt. Okay. Manchmal sind die Gäste dann aber auch wirklich nicht gut drauf. Ne? Dann sagen die auch Sachen, die dir vielleicht morgen auch leid tun. Ne? Wie war die Erfahrung jetzt hier bei den beiden? Also gibt es einen Teller, wo du sagst, so da war ich auf jeden Fall schneller auf der Hütte als bei dem anderen? Also auf der Hütte habe ich mich auf beiden Tellern gefühlt. Ja. Auch wenn wir auf dem blauen Teller so ein bisschen asiatisch angehauchtes haben wollten. Aber es war jetzt nicht so, dass das hervorgestochen hat. Es waren Komponenten, die mich mitgenommen haben, ja. Und die mich auch auf die Hütte gebracht haben. Ja, sehr gut. Also geht doch, ne? So, dass man ein bisschen Persönlichkeit in den Teller reinbringt, aber das Thema nicht verfehlt. Und hieran schmecke ich jetzt gar keinen asiatischen Einfluss. Nee, eigentlich nicht, ne? Das ist wirklich sehr lecker einfach. Deutsch ja. Solide, ne? Oh, ein bisschen Schärfe kommt bei mir. Also, die Dame hat fertig gegessen, ja? Wie war denn ihre Erfahrung jetzt hier mit diesem so Rauch aus den Bergen? Also ich fand das super, der Kaiserschmarrn besonders, mit dem Eierlikör natürlich. Ja, das ist mal was anderes mit Eierlikör, ne? Ja. Also das war schon eine schöne Überraschung bestimmt. Ja. Und wie war es dann so, die Interpretation von Duke mit dem Rauch von Asien? Das Fleisch war nicht so durch.
Na? Also ich habe gesagt, ich brauche zu Hause mindestens 1,5 Stunden. Ja. Backofen. Ah ja, genau. Na, genau. Hatte die ja nicht. Genau, ja? Genau. Aber ist euer Fleisch durch? Das Schwein muss durch sein. Das kann nicht so sein. Schwein musst du durchbraten. Ich bin so ganz unsicher, weil mein Fleisch leider ein bisschen zu roh war an Mann zu stellen. Thunfisch ist gut. Thunfisch ist safe bei mir. Ja. Fleisch, blödes Fleisch haben wir ein bisschen zu. Ich habe gerade gesagt, hätten wir perfekt gesagt, das gleich gehabt, hätten wir. Hätten wir gewonnen, hätten wir alle rübergerollt. Ja. Deswegen kann es sein, dass ich eher ein paar Leute verliere. Weil meine Leute, die sonst die Frische erwarten, haben jetzt auf einmal nur ein bisschen rohes Stück Fleisch bekommen. Also das wird schwierig. Wir kämpfen hier mit ungleichen Waffen. Ich glaube, wir haben ein sehr krasses Lager von zwei Parteien hier. Und ich glaube, dass hier spitz auf Knopf diesmal wird. Es gibt hier keinen Favoriten. Das ist jetzt wirklich ein Herzschlagfinale. So, liebe Gäste, ihr wurdet hier von beiden Seiten verwöhnt und jetzt müsst ihr überlegen, möchtet ihr auf eure Seite bleiben oder sagt ihr, diese kleine Versuchung von der Konkurrenz war der Knaller, ich möchte wechseln. Ja, das ist jetzt die Zeit gekommen, wo ihr euch entscheiden müsst. Ich fange an mit der türkisen Seite, die Seite von Duk. Es gab Schweinbraten, so richtig Knödel, lecker, Hütten. Aber hat es gereicht, damit deine Restauranthälfte voll bleibt, Duk? Das werden wir sehen. Also, liebe Gäste, wenn ihr bei Duk bleiben möchtet, bleibt natürlich sitzen. Aber wenn es bei Frank besser geschmeckt hat, dann wechselt bitte jetzt die Seite. Ein Gast ist gegangen, ein einziger Gast. Die Frage ist, ne, also bleiben wir einfach genauso gleich wie bei Gang 1 oder wird jetzt was ganz anderes passieren? Werden wir dann eine komplette Veränderung hier bei unseren Gästen haben? Werden wir jetzt sehen. Ich werde die violette Seite fragen, die versüßt von Frank Rosin wurde, aber war das süß genug? Liebe Gäste, möchtet ihr bei Frank Rosin bleiben? Oder sagt ihr jetzt, fuck, sorry Frank, ich werde die Seite wechseln. Wenn ihr Frank Rosin verlassen möchtet, dann wechselt die Seite bitte jetzt. Das war so ein riesen tolles Gefühl und ich bin mega glücklich. Ihr werdet es nicht bereuen. Letzte Runde hauen wir noch einen raus. Oh, das ist so ein tolles Gefühl, dass Gäste wechseln und sagen, bei dem würde ich gerne den nächsten Gang essen, weil der letzte Gang echt toll war. Ich sehe jetzt, der Kampf ja geht weiter hier. Wir haben einen aktuellen Stand von 11 Gästen bei Frank und 22 bei Duk.